Und wir lesen als Predigttext aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, die Verse 31 bis 42. Johannes 19, 31 bis 42. Das ist der Bericht vom Begräbnis Jesu. Hört das Wort Gottes. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und zugleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde, kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Danach bat Josef von Arimathia, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in leinene Tücher, wie die Juden zu begraben pflegen. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus, wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Wenn jemand wissen möchte, worum es im christlichen Glauben eigentlich geht, dann ist er sicher auf einer guten und heißen Spur, wenn er sich das apostolische Glaubensbekenntnis zur Brust nimmt und sich intensiv anschaut. Darin bekennen Christen seit Jahrhunderten, was unseren Glauben eigentlich ausmacht, das Fundament, die Säulen des christlichen Glaubens. Und da finden wir einerseits die blanken Fakten in diesem Glaubensbekenntnis, die historischen Fakten, auf denen unser Glaube beruht, die Schöpfung der Welt, die Menschwerdung Jesu, sein Leben, sein Leiden, sein Tod, seine Auferstehung. Und das Glaubensbekenntnis allein geht eigentlich schon völlig gegen das, was viele Christen heute leider für den christlichen Glauben halten, nämlich bestimmte Erfahrungen, die sie selbst gemacht haben, bestimmte Erlebnisse, die sie hatten, die alle relativ wenig mit den historischen Fakten, historischen Ereignissen zu tun haben, für die man die historischen Ereignisse vielleicht überhaupt nicht mal gebraucht hätte. Das Apostolikum, das erinnert uns immer wieder daran, dass es im christlichen Glauben eben nicht darum geht, was wir uns gerne wünschen, was wir gerne hätten, dass es wahr ist, was wir fühlen vielleicht. Es geht nicht um Wunschdenken, der christliche Glaube ist kein Wunschkonzert, sondern er beruht zuallererst auf dem, was wirklich passiert ist. Was in der Geschichte passiert ist, was in der Kalenderzeit passiert ist, tatsächlich objektiv und nachprüfbar passiert ist. Mit diesen Fakten müssen wir rechnen, zu diesen Fakten, die wir auch im Glaubensbekenntnis hören, müssen wir irgendwie Stellung nehmen, müssen wir uns verhalten, Positionen beziehen, ob wir wollen oder nicht, ob wir gläubig sind oder nicht. Das ändert ja nichts an den historischen Fakten, ob wir sie glauben oder nicht, sie sind nun mal da. Aber natürlich enthält das apostolische Glaubensbekenntnis dann auch die geistlichen Fakten, könnte man sagen, die geistliche Bedeutung der Fakten, man kann auch sagen das Evangelium. Was diese historischen Fakten für uns bedeuten, für die, die sie erkennen, die tiefere Bedeutung, die geistliche
Bedeutung, die Bedeutung für unser Leben und unser Sterben. Und Teil dieses Bekenntnisses ist natürlich auch der Satz, der Fakt, dass Jesus Christus gelitten hat unter Pontius Pilatus. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Und dann geht es weiter im Glaubensbekenntnis. Jesus Christus ist gekreuzigt, gestorben und begraben. Vor allem in diesem letzten, dem, was nach dem Tod Jesu passiert ist, dass er begraben worden ist, wollen wir uns heute beschäftigen, bevor wir dann nächste Woche, so Gott will, an Ostersonntag, das passt mal wieder, ungeplant passt das wieder, vom Fakt und von der Bedeutung der Auferstehung hören werden. Was ist passiert nach dem Tod Jesu? Jesus wurde vom Kreuz genommen, haben wir gehört, er wurde abgehängt vom Kreuz, er wurde beerdigt, begraben in einer Grabhöhle, nicht in einem Grab unter der Erde, wie wir das heute meistens kennen. Jesus war tot, er war 3 Tage lang tot, sagt die Bibel, also nach biblischer Zeitrechnung 3 Tage, Karfreitag, sagen wir heute, bis Ostersonntag. Er ist auferstanden am 3. Tag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und auch heute wollen wir uns natürlich wieder fragen, was sehen wir hier in dieser Geschichte, in diesem Detail über Jesus, wer er wirklich war, wer er immer noch ist. Auch hier ist Johannes in seiner Berichterstattung ist er wieder voller tiefgründiger Symbolik, die man nicht, hoffentlich nicht verpassen darf, die wir erkennen wollen, die wir aufdecken wollen, um zu erkennen, was er uns sagen will, besser, was Gott uns wirklich sagen will über Jesus Christus. Und 3 Dinge sehen wir hier unmittelbar nach dem Tod Jesu. Und das erste ist, Jesus ist das wahre Passa, das wahre Passa Opfer, das wahre Passafest. Im Johannesevangelium, wenn wir uns die Geschichte, den Erzählstrang sozusagen nochmal vor Augen führen, dann wissen wir vielleicht, dann wissen wir hoffentlich, dass es eine Richtung gibt, eine Stoßrichtung in diesem Evangelium, nämlich alles drängt, Kapitel für Kapitel drängt alles immer mehr nach Jerusalem. Jesus muss nach Jerusalem, da wird alles passieren, worum es geht. Aber gleichzeitig sieht man in diesem Johannesevangelium, dass alles hindrängt auf das Passafest. Immer wieder ist das wie ein Refrain in diesem Evangelium. Wenn man mal darauf achtet, Kapitel 2 schon, das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Kapitel 6, Kapitel 11, es war das Passa der Juden nahe und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passa nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen, um sich auch vorzubereiten auf das Passa. Und dann Kapitel 12, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen und den er aus den Toten auferweckt hat. Und in Vers 14 von diesem Kapitel hören wir das, was wir hier jetzt auch nochmal hören, ganz am Anfang in Vers 31, es war der Rüsttag für das Passa, also der Vorbereitungstag für das Passafest. Ich denke, viele von uns überlesen das leicht und gerne. Ja, es ist so eine Notiz, aber es interessiert uns nicht mehr so wirklich, weil wir ehrlich gesagt nicht so richtig Zeit haben für die jüdischen Feste, weil sie uns irgendwie fremd sind, weit weg sind, sie sind alt und sind alttestamentlich und sind jüdisch und alles, all das sind wir ja nicht mehr. Aber diese jüdischen Feste in der Bibel sind ja nicht einfach ganz nett, nicht einfach irgendein Fakt aus der Vergangenheit. Sie spielen eine ganz große Rolle in Gottes Programm, in Gottes Heilsprogramm, Heilsplan. Alle diese wichtigen jüdischen Feste im Alten Testament, jedes einzelne davon, ist eine Facette, eine Linse, die uns etwas ganz Zentrales sagt über den Messias, den Erlöser, Jesus Christus, was wir sonst nicht verstehen würden, was die Juden damals nicht verstanden hätten und was wir heute nicht verstehen. Alle diese Feste deuten auf ihre Art und Weise ganz klar hin auf den Messias, auf das, was er tun wird, wenn er kommt und wer er ist, wenn er kommt. Und ganz besonders eben auch das Passafest. Das Passa war dieses Fest, was Gott den Juden, was Gott seinem Volk gegeben hat, was die Juden gefeiert haben, zum ersten Mal am Abend vor ihrer Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Unterdrückung. Da hat Gott gesagt, macht euch bereit, ich werde jetzt eingreifen, ich werde euch befreien, ich werde eure Feinde ausrotten, eure Feinde töten und auch euch, Juden, werde ich nur verschonen, wenn ihr ein Lamm nehmt,
das Lamm tötet und das Blut an eure Haustüren streicht als Erkennungszeichen. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euren Häusern vorübergehen und am nächsten Tag werde ich euch in die Freiheit führen. Jedes Passafest der Juden war eine Erinnerung an diese wunderbare, im besten Sinn des Wortes, wunderbare Befreiungsaktion Gottes von seinem Volk, vor den Augen der Welt, der anderen Völker. Einer der wichtigsten Machterweise Gottes im Alten Testament, eines der wichtigsten Bilder für das Evangelium im Alten Testament und im Neuen, der Exodus. Ein Bild für die Wirklichkeit, dass Gott Sünder aus der Sklaverei, der Sünde und des Teufels herausführt und rettet, in die Freiheit führt. Aber die Juden haben das alles längst vergessen. Ihre Passafeste damals waren nur noch Erinnerungen, nur noch ein Blick zurück in eine lange und alte Vergangenheit. Sie schauen nicht in die Zukunft. Sie erwarten nicht, dass Gott sie noch einmal befreien wird, endgültig befreien wird von ihren Sünden, von der allerschlimmsten Gefangenschaft. Sie kapieren nicht, dass sie noch einmal ein Passalamm, ein Opferlamm brauchen, und zwar nicht ein symbolisches, nicht ein echtes Lamm, ein Tier, was im Grunde wirkungslos ist, sondern ein richtiges, ein echtes Opfer, das Gott dann einmal und für immer annehmen wird, um ihnen wirklich ihre Sünden zu vergeben, um das Problem der Sünde ein für alle Mal zu lösen. So sehen wir, wie die Juden ganz religiös und strikt und gesetzlich dabei sind, sich auf das Passafest vorzubereiten. Kapitel 18, schon haben wir das gehört, wie sie Jesus zu Pilatus führen, damit er ihn jetzt endlich hinrichtet und tötet. Aber wie sie gleichzeitig dabei sorgfältig bedacht sind, ironischerweise, sie wollen einen Menschen töten und doch sind sie dabei bedacht, dass sie bloß nicht unrein werden. Warum nicht? Weil sie abends noch das Passa feiern wollten, als ordentliche Juden. Und Pilatus, ausgerechnet Pilatus, der Nicht-Jude, hat zu ihnen gesagt in Kapitel 18, ihr habt doch diese Gewohnheit, dass am Passafest ein Verbrecher freigelassen wird. Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe, dass ich euch Jesus freigebe? Das heißt, am Passafest hatten die Juden an diesem Fest der Befreiung hatten sie diesen Brauch, dass ein Gefangener in die Freiheit gelassen wird. Ein schöner Brauch vielleicht, einer, der es überhaupt nicht verdient hat, wird freigelassen, einfach so. Jedem schlimmen Verbrecher hätten sie das gegönnt, diese Freiheit, aber Jesus nicht. Jesus stirbt im Zusammenhang mit dem Passa. Und besonders Johannes macht das in seinem Evangelium sehr, sehr deutlich, diesen Zusammenhang zwischen dem Tod von Jesus Christus und dem Passa. Für Jesus hat dieses wunderschöne jüdische Fest, das Passafest, nicht Freiheit bedeutet, sondern gebunden, gefesselt zu sein, gefangen zu sein, zu leiden, zu sterben in völliger Unfreiheit, als Knecht, als Sklave. Und weil den Juden dieses Passa eben so hoch und heilig war, trotz allem, deshalb muss Jesus und die beiden anderen Verbrecher mussten dringend weg vom Kreuz, von ihren Kreuzen, bevor das Passafest so richtig beginnt. Die stören nur, wenn die da hängen. Das ist eine Schande, das ist ein Schandfleck für in der Landschaft. Und so bitten sie Pilatus, dass diesen dreien, den zwei Verbrechern plus Jesus, die Beine gebrochen werden. Was hat es damit auf sich? Der Tod durch Kreuzigung war, wie ich schon letztes Mal auch beschrieben habe, war einer der sicherlich der grausamsten Tode, Hinrichtungsformen überhaupt, gerade weil er sich eben sehr, sehr lang hinziehen konnte, dieser Tod, also bis derjenige, der da hing, wirklich tot war, manchmal tagelang.
Die Gekreuzigten, die Verurteilten hingen am Kreuz, das Hauptgewicht hing an ihren Armen, an ihren festgenagelten Händen. Das ganze Körpergewicht, was eigentlich die Hände oder die Arme gar nicht so richtig tragen konnten, deshalb gab es dieses kleine Brettchen unten am Kreuz, wo sie sich mit ihren Füßen noch abstützen konnten. Und so hingen sie dann an den Händen und mit der Kraft der Beine unterstützt, bis sie keine Kraft mehr hatten und alle in sich zusammengesackt sind. Und das konnte, wie gesagt, dauern. Aber wenn es mal wieder schneller gehen musste, wie hier in dieser Situation, dann haben die Römer ihnen eben mit einer Axt die Beine durchgeschlagen. Damit hingen sie natürlich sofort mit ihrem ganzen Körpergewicht an den Armen. Das ganze Gewicht hat ihren Brustkorb zusammengedrückt, die Lungen zusammengedrückt, bis sie dann relativ schnell nicht mehr atmen konnten, erstickt sind. Das Ersticken war der eigentliche Tod bei der Kreuzigung in den meisten Fällen. Und das war die normale Vorgehensweise. Unnormal ist das, was wir hier lesen bei Jesus. Die Soldaten kommen, die brechen den beiden Verbrechern links und rechts die Beine, aber Jesus nicht. Warum nicht? Erstens, weil er schon tot war. Vielleicht war er körperlich einfach schwächer als diese beiden Verbrecher, man weiß es nicht. Vielleicht auch, weil er ja immerhin zweimal ausgepeitscht worden war. Einmal von Pilatus mit der Hoffnung, dass es damit erledigt ist, dass er freigelassen wird. Und einmal, wie die Evangelien uns berichten, noch so richtig mit viel Blutverlust. Aber andererseits ist das passiert, weil es so in Gottes Drehbuch stand. Vers 36 heißt es, denn dies ist geschehen, dass ihm die Beine nicht gebrochen wurden, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Wo steht das in der Schrift? Natürlich im Alten Testament. Da finden wir es gleich zweimal. Einmal in Exodus, Kapitel 12, also ausgerechnet in den Bestimmungen und Beschreibungen für das Passa. Das Passa-Opfer, das Passa-Lamm. Was für ein Lamm sollen die Israeliten schlachten? Was für ein Lamm muss es sein, das als Opfer dann dient für das Passa? Es muss ein Lamm sein, dem kein einziger Knochen zerbrochen worden ist. Nur so ein Lamm taugt als Passa-Lamm, taugt vor Gott, dass er es annimmt. Als Opfer. Und die zweite Stelle aus dem Alten Testament, wo das steht, so ist Psalm 34, da ist die Rede von dem Gerechten, dem Messias, dem Erlöser, über ihn heißt es dort, Psalm 34, 20, der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Das heißt, da wird auch beschrieben, der Messias, wenn er kommt, der wird leiden, er wird sterben auf grausame Art und Weise, aber trotzdem und in all dem wird ihm kein einziger Knochen gebrochen werden. Beides erfüllt sich hier, sagt Johannes, nach Gottes Drehbuch und Regie, womit Gott zwei Dinge ganz klar machen will, sagen will. Nämlich das erste, Jesus ist das wahre Passalamm, durch das Sünder wirklich verschont werden vor dem Tod, vor dem Fluch. Durch das sie wirklich in die Freiheit geführt werden, die Freiheit von ihren Sünden, weil dieses Lamm, weil Jesus für sie geopfert wurde, sich selbst geopfert hat und weil Gott dieses unversehrte, vollkommene Lamm und Opfer annehmen muss und wird. Und das Zweite, dass Jesus wirklich dieser Gerechte, dieser Messias ist, dem kein Knochen zerbrochen wird, mitten in der sonstigen Brutalität des Kreuzes und der Soldaten. Während die Juden auf der einen Seite einfach alles hinter sich bringen wollen, damit sie schön ihr Passafest feiern können, ihr eigenes Passafest, ein Passafest ohne Jesus, mit Jesus endlich aus ihren Augen, findet in Wirklichkeit parallel dazu sozusagen das einzig wahre Passafest statt. Am Kreuz nämlich. Am Kreuz, wo Jesus als Passalamm geopfert wird für Sünder, um sie in die Freiheit zu führen. Und damit erfüllt Jesus am Kreuz, erfüllt er dieses jahrtausendealte Fest
und bringt es zum Ziel. Das heißt, dieses erste echte Passafest in der Geschichte, was wir hier haben, wo wirklich Sündenvergebung passiert, worum es immer ging in all den vorläufigen Passafesten, das ist gleichzeitig das letzte Passafest, das erste und letzte. Danach braucht es keins mehr, danach braucht es kein Lamm mehr, kein Opfer mehr. Jesus hat alles vollbracht und damit ist das Passafest erfüllt und überholt. Aber ironischerweise feiern die Juden bis heute das Passafest, als wäre nichts gewesen, als hätte Gott nicht einmal, ein für alle Mal für das perfekte Lamm gesorgt, das ihre Sünden wegnimmt, als wäre das wahre Passafest vor 2000 Jahren nicht passiert. Ja, gerade heute, in diesen Tagen vor Ostern, feiern die Juden wieder das Passafest, als wäre nichts passiert. Jedes Jahr aufs Neue. Dabei sagt der Apostel Paulus doch so deutlich und kategorisch im ersten Korintherbrief: Wir haben auch ein Passalamm. Unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden. Christus. Ein für alle Mal. Und das Zweite, was wir hier sehen, in diesen Ereignissen nach dem Tod Jesu, ist, er ist die wahre Quelle des Lebens oder die Quelle des wahren Lebens. Beides. Das zweite ungewöhnliche Detail hier ist, dass ein Soldat dem schon toten Jesus mit einem Speer in die Seite sticht. Das hat man eigentlich nicht getan. Das Beinebrechen hat man eigentlich getan, bei Jesus hat man es nicht getan. Dieses mit dem Speer in die Seite zu stechen, hat man eigentlich nicht getan, aber der Soldat tut es und es kommt Blut und Wasser herausgeströmt aus dem Leichnam Jesu, sagt Johannes. Was hat es damit auf sich, dieses Blut und Wasser? Da gibt es auch die wildesten Interpretationen und Spekulationen, was das bedeuten soll, die wildesten medizinischen Spekulationen. Der Körper besteht so viel Prozent aus Wasser und aus Blut und das ist eben ein Symbol für den ganzen Körper und Kreislauf, was auch immer. Das soll uns hier jetzt nicht weiter interessieren. Auch theologische Spekulationen gibt es jede Menge. Immer wieder haben Theologen behauptet, das Wasser, das muss für die Taufe stehen, das Wasser der Taufe, und das Blut steht für das Abendmahl, für das Herrnmahl. Aber all das ist im Grunde, geht all das völlig vorbei im eigentlichen Sinn der Geschichte hier. Fakt ist, dieses Gemisch von Blut und Wasser und anderen Körperflüssigkeiten, das aus dem Leichnam Jesu herausströmt, beweist zunächst einfach mal ganz deutlich und ohne jeden Zweifel, dass Jesus Christus wirklich tot war. Das klingt sehr selbstverständlich, aber das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir meinen. Zu der Zeit, in der Johannes diese Worte geschrieben hat, gab es schon Christen, und gibt es heute noch Christen, oder die sie für Christen halten, die gedacht haben, die behauptet haben, die gelehrt haben, der Sohn Gottes, der kann nicht wirklich Mensch werden. Der Sohn Gottes, Gott kann nicht wirklich Mensch werden. Jesus, der Sohn Gottes, war nur scheinbar Mensch. Das war eine Illusion. Er ist nicht wirklich Fleisch geworden, Mensch geworden, er ist auch nicht wirklich gestorben und deshalb kann er natürlich auch nicht wirklich auferstehen. Es ist alles nur ein Schein gewesen. Genauso krass, fast schockierend, wie Johannes schon in Kapitel 1, Vers 14 geschrieben hat, das Wort, der Sohn Gottes, wurde Fleisch, wurde Zellen, Muskeln, Fasern, Sehnen, biologisches Menschenfleisch. Der Sohn Gottes wurde Menschenfleisch. Genauso krass und realistisch beschreibt er hier, wie Jesus in seinem Fleisch wirklich gestorben ist. Bis hin zu den Körperflüssigkeiten, die aus seinem durchbohrten Leichnam herausliefen. Auch hier verstehen wir wieder nur wirklich, worum es geht in diesem Detail, wenn wir wieder ans Passafest denken. Am Passa, vielleicht irgendwo ganz in der Nähe, während diese Kreuzigungsszene ja passiert, irgendwo ganz in der Nähe, wurden ja schon, oder kurz danach, zumindest in diesem Kontext, wurden ja schon Lämmer geopfert. Die Passalämmer.
Und zwar, indem man sie geschächtet hat. Wie es ja im Alten Testament steht, als Vorschrift zum Passa, Exodus 12, macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Schächten kennen wir heute gar nicht mehr so, weil wir kennen das Fleisch nur noch aus der Kühltheke. Wir wissen gar nicht mehr, wie vom Tier das Fleisch wird. Aber schächten bedeutet einfach, dass der Tierkörper, ein Körper aufgeschlitzt wird, dass durch diese Öffnung, Körperöffnung, das Blut rausfließen kann. Das Blut eben im Falle der Lämmer, das Blut, mit dem man dann symbolisch, das man auf die Türen gepinselt hat, als Zeichen der Errettung. Und hier kommt dieser Soldat und tut nichts Geringeres, als Jesus zu schächten. Er schächtet das wahre Opferlamm. In Gottes Drehbuch tut er das, damit sein Blut fließen kann. Als Zeichen der Erlösung von Sündern, Zeichen der Erlösung, der Befreiung vom Zorn Gottes. Darum geht es hier. Johannes hat in seinem Evangelium immer wieder schon sehr deutlich gesprochen vom Blut Jesu, sodass wir eigentlich selber drauf kommen sollten, was das hier bedeutet. In Johannes 6 hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das heißt, das Blut Jesu, ja, das wir hier so drastisch und plastisch sehen, das so deutlich, realistisch seinen eigenen Tod bedeutet hat, dasselbe Blut bedeutet unser Leben. Bedeutet Freiheit vom Fluch des Kreuzes, vom Fluch Gottes, von der Strafe des Todes. Freiheit von der Sklaverei der Sünde, Vergebung der Sünden durch sein vergossenes, durch sein strömendes Blut. Wie der Apostel Paulus es sagt in Römer 3, Gott hat Jesus zum Sühnopfer, könnt ihr auch eintragen hier, zum Passalamm bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Jesu Blut und nur sein Blut, nur sein echtes menschliches Blut, das geflossen ist, macht uns frei, spricht uns frei vor Gott. Nimmt Gott an, reinigt uns. Aber auch vom Wasser, das hier aus Jesus, aus seinem Leichnam herausfließt und strömt, hat Johannes ja schon gesprochen in seinem Evangelium, immer wieder. Zu der Frau am Brunnen hat Jesus gesagt, Kapitel 4, wir leben nicht von Wasser allein, es ist wichtig, in dieser Wüstenlandschaft besonders, Wasser regelmäßig zu trinken, ist wichtig. Aber er hat hinzugefügt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, also wer ich bin, wer der ist, der spricht, gib mir zu trinken. So würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser, das Wasser des Lebens, des ewigen Lebens. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, das ich vergießen werde, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. In Kapitel 7, wo Jesus gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist das Wasser. Symbolisch, dramatisch in Gottes Dramaturgie, das hier aus Jesu Leib fließt. Aus seinem gekreuzigten Leib. Auch dieses Detail steht ja schon in Gottes Drehbuch im Alten Testament, nämlich im Buch Sacharja, Kapitel 12 und Kapitel 13, da heißt es, dass die, die den Messias töten werden, die den Messias durchbohrt haben, eines Tages werden sie in Trauer und Entsetzen dastehen. Werden sie erkennen, was sie da getan haben. Werden sie klagen um ihn, wie man um den einzigen Sohn klagt. Das heißt, die Ungläubigen, das ungläubige Volk der Juden wird sich eines Tages selbst anklagen, dass sie den Unschuldigen, den Messias durchbohrt haben, den, der ihnen das Wasser des Lebens hätte geben können.
Aber für alle, die ihn erkennen, der Messias, sagt Zacharja in Kapitel 13, Vers 1, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Ein Quell gegen Sünde und Unreinheit. Eine Quelle von lebendigem Wasser, von Wasser, das lebendig macht tote Sünder, das sie reinigt. Und diese Quelle ist der gekreuzigte Leib Jesu. Blut und Wasser, Vergebung und neues Leben, ewiges Leben, das sind die beiden unschätzbaren Schätze des Evangeliums, die uns von Jesus Christus zuströmen, zufließen, von seinem gekreuzigten Leib. Damit sind wir beim letzten Gedanken, nämlich beim Begräbnis Jesu, das wir hier sehen, das auch eine große symbolische und echte geistliche Bedeutung hat. Da ist Josef von Arimathäa, über den wir sonst nicht viel wissen, ein Jünger Jesu, der kommt und bittet Pilatus bei Pilatus, dass er den Leichnam Jesu vom Kreuz abhängen und bestatten darf. Und Pilatus genehmigt das. Und plötzlich, wenn man das so liest, plötzlich hat man den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, ich denke, wir alle den Eindruck, dass sich das Klima in diesem Evangelium ändert. Nach all den Berichten von der schrecklichen Gewalt und Misshandlung, die Jesus erlebt hat, die er erlitten hat, wo er wirklich behandelt wurde wie der allerletzte Mensch, wenn überhaupt, und all das völlig zu Unrecht, völlig unschuldig, nach all dem sehen wir hier, könnte man sagen, den allerersten Akt der Freundlichkeit gegenüber Jesus. Nach all der Bosheit. Josef, ein reicher Mann, der hat einen Garten mit einer schönen, unbenutzten Grabhöhle, mit einem neuen Grab, einem Luxusgrab für damalige Verhältnisse. Nichts für den einfachen Mann, nichts für den armen Mann. Und dieser Josef hält es für angemessen, dass Jesus eine letzte Ehre zuteil wird, indem er ordentlich bestattet wird im Grab eines Reichen. Nikodemus, der zweite Jünger, von dem hier die Rede ist, der kommt dazu und er bringt Gewürze mit, Gewürze, um den Leichnam Jesu einzubalsamieren, und zwar eine unfassbar, eine völlig übertriebene Menge, 100 Pfund, mehr als 30 Kilo, berechnen die Ausleger. Man weiß, dass, wenn überhaupt, solche Mengen zur Einbalsamierung verwendet wurden damals, dass so nur ganz bestimmte Menschen einbalsamiert wurden nach ihrem Tod, nämlich Könige. Könige und vielleicht noch andere ähnlich hohe Würdenträger, Herodes zum Beispiel, von seinem Begräbnis weiß man das auch. Nikodemus bringt nicht zufällig Myrrhe, dasselbe Gewürz, das die weisen Männer zur Geburt Jesu mitgebracht haben, um den neugeborenen König zu ehren. Auch dazu gibt es viele Deutungen natürlich zu Gold, Weihrauch und Myrrhe, was das bedeutet. Aber Fakt ist, diese Gaben, die man gebracht hat, Jesus gebracht hat, das waren Gaben, die man einem König gebracht hat. Und auch hier, und vor allem in dieser völlig übertriebenen Menge. Was Josef und Nikodemus, ausgerechnet die, die früher noch sehr scheue, ängstliche Geheimjünger sozusagen waren, Undercover-Jünger, die sich gescheut haben, die nur in der Nacht, wenn überhaupt, gekommen sind. Was sie hier tun, ist nichts anderes als ein Akt der Anbetung eines Königs. Nach all den Diskussionen mit Pilatus und den Juden darüber, ob Jesus der König der Juden ist oder nicht, die wir ja gehört haben, haben diese beiden hier längst begriffen, was für ein König dieser Jesus wirklich ist. Nämlich der König von Gottes Reich, der Messias. Und so bereiten sie ihm hier als letzte Ehre ein echt königliches Begräbnis. Und wenn wir Augen haben zu sehen und zu verstehen, dann müssen wir erkennen, dass sie das tun, vielleicht auch in einer unbewussten Vorwegnahme von seiner Auferstehung und von seiner Himmelfahrt. Als wahrer König, die ja noch ausstehen natürlich, die ja erst noch kommen.
Sie bestatten Jesus im Garten, in einem reinen, jungfräulichen, unbenutzten Grab als letzten Adam. Einem Grab, aus dem Jesus ja bald schon wieder hervorgehen wird als erster Mensch, als Erstgeborener einer ganz neuen Schöpfung, einer ganz neuen Menschheit. Als erster auferstanden. Der erste Adam, wir erinnern uns, der erste Adam der Geschichte hat durch seine Sünde den Tod verdient, über sich selbst gebracht, über die Menschheit gebracht, in einem Garten und das Paradies verloren. Jesus hier, der zweite und letzte Adam, hat wieder in einem Garten den Tod besiegt und sich selbst und uns so das Paradies, den Himmel, wieder eröffnet. Ich hoffe, dass uns allen diese wunderbaren Zusammenhänge, diese wunderbare Dramaturgie, diese geistliche Bedeutung hier nicht an uns vorbeigeht, nicht verborgen bleibt. Meine Lieben, dann schließt dieser Bericht hier eigentlich genauso, wie er angefangen hat. Der Bogen wird wieder zurückgeschlagen zum Vorbereitungstag auf das Passafest. Jetzt war es soweit, jetzt war alles bereit für das Passa, alles vollbracht. Das wahre Passalamm ist wirklich gekommen, das wahre Passalamm ist wirklich gestorben, hat sich selbst geopfert zur Vergebung der Sünden, um Sünder, die Sünder, für die er gekommen ist, in die Freiheit zu führen. Definitiv. So dass der Apostel Petrus später sagen kann, zu allen Gläubigen, auch zu uns, 1. Petrus 1, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes, dem kein Knochen gebrochen worden ist, das Gott bewahrt hat bis zuletzt als makelloses Lamm und Opfer. Und dann, wenn Jesus eines Tages auferstehen wird, noch viel mehr, wenn er wiederkommen wird eines Tages, wiederkommen wird, sichtbar kommen wird als der, der er wirklich ist, der Himmelskönig, dann wird die ganze Welt sehen und begreifen, was damals passiert ist am Kreuz. Wie es heißt in der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. So hat Jesus das Passa erfüllt. Aber auch den Sabbat erfüllt, der ja gerade anbricht. Auch das sagt Johannes ja nicht zufällig. Ein besonders hoher Sabbat. Der Sabbat, der allen Gläubigen immer schon ein Zeichen war, dass noch etwas kommt, dass es ein Ziel gibt, eine Ruhe bei Gott, eine ewige Ruhe bei Gott, die Ruhe von den Sünden, die Ruhe, die Jesus vollbracht hat, die Ruhe, in die er selbst eingegangen ist nach seinem Tod und seiner Auferstehung, die Ruhe bei Gott, dem Vater, die Ruhe, in die wir auch eingehen werden, wenn wir an ihn glauben. So wie es für Jesus vorbei war, alle Schmerzen, alles Leid, aller Tod, aller Fluch, alle Hölle, Verdammnis. Dann, so ist es auch für uns vorbei, vollbracht. Jetzt erwartet uns auch kein Gericht mehr. Keine Strafe, keinen Tod als Strafe, als Verdammnis, sondern nur noch Ruhe, Frieden, ewiges Leben bei Gott. Ich meine, das sind die Fakten, die Johannes uns hier mitteilt, die er bezeugt, wie er selbst sagt, als Augenzeuge. Er war ein Augenzeuge, er hat das selbst gesehen, er war dabei. Vers 35, der all das gesehen hat, der hat es bezeugt. Sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt.
damit ihr glaubt. Johannes hat das bezeugt für die Nachwelt, für uns, damit wir glauben, dass Jesus wirklich dieser Sohn Gottes war, der Messias war, damit wir glauben, dass er wirklich tot war, wirklich gestorben ist für uns, damit wir glauben, dass sein Tod auch wirklich das ganze Drehbuch Gottes, die ganze Schrift erfüllt hat, jedes Detail für unsere Erlösung. Die Fakten und ihre Bedeutung für uns, dass aus seinem gekreuzigten Leib Blut und Wasser, Vergebung und Leben hervorquellen, damit auch wir ihn anbeten können, wie die Jünger damals, diese zwei Jünger zumindest und andere dann auch, wie es auch unser Heidelberger Katechismus sagt. Damit will ich schließen mit Frage 43, da heißt es, welchen Nutzen oder weiteren Nutzen haben wir aus Opfer und Tod Christi am Kreuz? Die Antwort: durch die Kraft Christi wird unser alter Mensch, unser alter Adam, mit ihm gekreuzigt, getötet und begraben. Damit die Sünde uns nicht mehr beherrscht als Pharao, als Sklaventreiber, sondern wir uns ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingeben, weil er das einzig nötige Opfer gebracht hat. Geben wir uns ihm hin als ein lebendiges Dankopfer. Dieser gekreuzigte Jesus ist es wirklich wert, mehr als wert, dass wir ihm danken, dass wir ihn anbeten, dass wir alles auf ihn setzen, unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, für unser ganzes Leben, für das ewige Leben. Lasst uns das auch tun. Amen. Wir beten. Unser Herr und Gott, wir danken dir für das Opfer deines Sohnes für uns, das alles erfüllt hat, deinen ganzen Heilsplan, das alles vollbracht hat, die ganze vollkommene Vergebung unserer Sünden, die Reinigung von ihnen und das ewige Leben, das uns den Zugang ins Paradies, in die Ruhe bei dir, Gott, im Himmel eröffnet hat. Hilf, dass wir unseren Herrn Jesus Christus so erkennen, so auf ihn vertrauen, jeden Tag unseres Lebens, auf den, den sie damals durchstochen haben. Hilf, dass das geschieht. Stärke unseren Glauben, unser Vertrauen auf dieses Evangelium, damit auch aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Das bitten wir in Jesu Namen.